Karten, die wir da gestern gesehen haben, die liegen bei rund einer Minute und 30 hoch im ersten Training. Zumindest im zweiten Training dann 1,30er tief. Das die Zeiten. Und damit sagen wir jetzt nochmal Hallo im Internet. Der Stream mittlerweile am Start. Also gleich geht's los mit der Qualifikation zum Porsche Carrera Cup Benelux, dem ersten Qualifying an diesem Wochenende. Heute am Samstag, 11:55 Uhr, eigentlich die Zeit, wo es losgehen sollte. Da gibt es leichten Verzug. Die Uhr, die 15 Minuten für diese Qualifikation, sind noch nicht losgelaufen. Aber dass dann die Zeit, die Jungs Zeit haben, eine Bestzeit zu holen, das läuft ab, wie wir es kennen, auch in der DTM. Man fährt raus, setzt einen ersten Schuss, dann rein, neue Reifen drauf und dann den zweiten Schuss, Richie. 4 Minuten. Vier Minuten habe ich auch gerade gehört. Vielen Dank, Stefan, unser Regisseur. Immer auf der Hut und immer absolut auf Augenhöhe. Also leichte Verzögerung. Naja, gut, die 5 Minuten, die können wir irgendwie verkraften. Lehnen wir uns in der Sonne zurück. Wir gehen aber nachher bei Porsche vorbei und fordern für die 5 Minuten Verzögerung ein entsprechendes Kaltgetränk. 10 Minuten, ne? Kaltgetränk. 10 Minuten Kaltgetränk, ganz genau. Ja, damit auch also von meiner Seite hallo und herzlich willkommen. Ja, wir müssen nicht unbedingt einen Porsche Cup Deutschland haben, um Porsche Cup hier erleben zu können. Benelux, Belgien, Netherlands und Luxemburg, die haben auch ihren Cup und die können es auch. Und das werden wir dann gleich eben, wenn die vier Minuten Verzögerung, ich würde mal sagen, dann geht es nämlich um 59 los oder vielleicht sogar dann doch um 12 Uhr glatt. High Noon für den Porsche Carrera Cup. Noch sind die Türen offen, noch wird alles Mögliche an Kühlluft gerne empfangen, aber gleich gehen sie zu und dann gibt es kein Halten mehr. Ja, und nicht nur auf den Porsche Carrera Cup Benelux schauen auch die Teamverantwortlichen in der DTM, auch auf den deutschen Carrera Cup. Insgesamt 25 weltweit, ich habe es ja schon gesagt, aber Namen wie Philipp Eng, der sich zweimal den Supercup hat sichern können und René Rast, der dreimal insgesamt Champion war, sowohl im deutschen Cup als auch im internationalen Porsche Mobil 1 Supercup. Ganz genau, also da ist durchaus auch im DTM-Feld durchaus das eine oder andere Vertraute mit dabei für die Herren hier, also man schaut da schon mal hin. Wo man herkommt, guckt man schließlich gerne zurück, vor allem wenn es erfolgreich war. Ja, und Porsche guckt natürlich mit zwei Augen drauf. Die ziehen sich den Nachwuchs selbst. Julien Antlauer, der aktuelle Porsche Junior im Porsche Mobil 1 Supercup, auch ganz vorne mit unterwegs. Tabellenführung bei ihm. Und da haben wir auch Jackson Evans, der Mann aus Australien, respektive Neuseeland, der unter australischer Lizenz fährt, der neue und aktuelle Porsche Junior. Und wir kennen es ja aus Le Mans, wo ein Sven Müller beispielsweise nach ganz kurzer Zeit zum ersten Mal im Werks GT Porsche gesessen hat und sich gleich eine Le Mans Sieg eingefahren hat. Genau das macht Porsche mit diesen weltweiten Cups, um sich seine Werksfahrer zu holen. Nico Menzel, der Papa, Christian Menzel, regelmäßig dabei, den kennen wir auch aus dem deutschen Carrera Cup und aus dem Super Cup. Und der kümmert sich momentan zumindest im Rahmen der Formel 1 als Race Steward darum, dass die Stewards auch die richtigen Entscheidungen fällen. Und ja, die ganzen Porsche-Werksfahrer sind da im Einsatz und kümmern sich um den Nachwuchs der Familie. Und wenn man hier so das Starterfeld so ein bisschen durchschaut, so den einen oder anderen kennt man auch aus internationaleren Auftritten, sprich also im Supercup zum Beispiel ganz aller zuvorderst, schon weil der Name sehr eingängig ist, Max von Splinteren, der fährt auch regelmäßig im Rahmen der Formel 1. Porsche 911 GT3. Das gleiche Auto hier am Start, der GT3 Cup 991 Generation 2, 485 PS. Ich habe es vorhin schon gesagt, im nächsten Jahr kommt der 992 auch auf die Rennstrecke. Sind wir mal gespannt. Da wird dann leistungsmäßig noch ein bisschen was nachgelegt werden. Die Zeiten in jedem Supercup-Rennen ist man da deutlich vor der Zeit, die wir vorher gesehen haben. Die schnellste jemals gefahrene Runden auf Formel-1-Strecken. Das werden wir wahrscheinlich auch jetzt auf dem Nürburgring sehen. Wie gesagt, die Bestzeit gestern im Training 1:30, 1:80. So, die Ampel ist auf grün, um
Punkt 12 Uhr ist die Session gestartet und das Feld bewegt sich jetzt auf die 3,6 Kilometer. Das Nürburgring greift nach der Bestzeit, die 81 fährt da durchs Bild. Bas Barenburg gestern langsamster gewesen, zumindest im ersten, vorletzter im zweiten Training. Aber auch er schickt sich an. Besonders achten müssen wir auf Luc Hartog, die Nummer 7. Max van Splunteren mit der 24 schnellster im zweiten Training. Und Jesse van Kuik, die 31 zweitschnellster. Luc Hartog war dann Dritter im zweiten Training. So, also nun gibt es kein Halten mehr. Die Uhr ist losgelaufen. Insgesamt 15 Minuten Qualifying stehen auf Selbiger. Eine Minute haben wir davon bereits schon fast hinter uns gebracht. Nun, es ist bei 15 Minuten ist natürlich nicht viel Zeit, Olli. Ne? Das ist wirklich schon echt gedrängtes Programm bei einem solchen Qualifying Heat. Eigentlich bleibt für die Jungs nur ein einziger Heat. Also von wegen nochmal reinkommen und Reifenwechsel. Das ist dann zumindest zeitlich schon eine sehr, sehr enge Nummer. Das wird es auf jeden Fall. Und auch hier müssen die, in dem Fall Mischler, Plois, erstmal auf Temperatur gebracht werden. Da geht auch schon mal Zeit drauf. Zwei Umläufe braucht man dafür, bis die Dinger richtig kleben auf der Strecke, richtig beißen in den Asphalt. Nun hat aber diese Serie natürlich den Vorteil des späten Qualifyings an diesem Samstag. Also es ist schon einiges an Gummi auf der Strecke, beziehungsweise einiges an Haftung schon aufgebaut. Also die Strecke kommt den Fahrern jetzt quasi entgegen. Dennoch werden wir noch, je länger das dauert, umso mehr Zeitverschiebungen nach unten erleben. So viel ist klar und so viel dürfen wir dann auch erwarten. Währenddessen allerdings hier eher noch ein bisschen Fishtailing betrieben wird, also immer schön das Heck hin und her, um eben diese extra Gerade in die Gummis hineinzubekommen. Jedes Temperatürchen mehr kann nachher nicht von Schaden sein. Und jetzt beginnen also die ersten schnellen Runden. Fishtailing und Grätchen fällt mir dazu ein. Grätchen? Grätchen. Ein Grad mehr. Ach so, ein Grätchen. Jetzt und dann die doppelte Bedeutung. Jetzt habe ich schon gedacht, du redest vom Fischskelett. Ja, vom Fishtailing. Ja, Fishtailing heißt... Ach, Olli, ich muss dir das doch nicht erklären. Na, Fishtailing heißt in dem Fall, man bewegt das Hinterteil hin und genau, her. Die anderen sagen Waving dazu. Genau. In dem Fall finde ich aber das Fishtailing das schönere Bild. Wie ein Fisch im Wasser bewegen sich die 911er auf dem Nürburgring. Es ist der Porsche in seinem Element. Ganz genau. Und das auf 3,629 Kilometern Asphaltband hier unter der traditionsbehafteten, behangenen Nürburg. Seit 1927 wird hier bereits Rennen gefahren. Wir sind also quasi im 92. Jahr und man glaubt es eigentlich nicht, aber der Nürburgring wird irgendwie immer jünger. Na, und jetzt werden wir mal sehen, wie die PS-Jünger in den 991 GT3 Cup sich hier schlagen werden. Denn jetzt wird gleich zum ersten Mal es auf unserem Zeitentableau kräftig aufblinken, die eine oder andere Zeit dort auftauchen. 1:35,4 im Moment wäre der Richtzeit von eben jenem schon angesprochenen Max van Splunteren. Aber das kann der Wahrheit letzter Schluss doch lange nicht sein. Also da geht es schon noch so 4, 5, vielleicht sogar 6 Sekunden tiefer. Ja, und das vor allem im kommenden Umlauf bei noch 11 Minuten auf der Uhr, weil jetzt sind die Mischlers auf Temperatur. Jetzt kann nach der Bestzeit gegriffen werden. Nochmal 1:30, 1:80 hat Luc Hartog angeschlagen im gestrigen Training. Die Asphalttemperatur heute deutlich höher, also da ist sicher noch das ein oder andere Zehntel drin. Oder wie wir es bei der DTM gesehen haben, sogar eine ganze halbe Sekunde. Also Asphalt dürfte mal schon inzwischen locker, wobei wir im Moment keine genauen Werte da diesbezüglich haben, aber der dürfte locker schon so bei 22, 23 Grad Asphalttemperatur müssen wir, denke ich, schon angekommen sein. Also da ist ordentlich Zug drin in der Straße und entsprechend wird dann natürlich auch das Limit ganz ausgelotet, zum Beispiel hier an dieser Ecke, wo sich weit rausgetragen lassen werden kann. Lassen werden kann, auch schön, ne? Definitiv. Und da macht man noch mal langsam, man wartet drauf, dass sich die Lücke nach vorne etwas größer auftut, dass man entsprechend Platz gleich auf der schnellen, auf der fliegenden Runde hat. Luc Hartog, die Nummer 7, der weiß natürlich, wie das Ganze hier vonstatten geht. Ja. Hier werfen wir einen
direkten Blick aufs Auto, der jetzt durch die letzte Kurve kommt. Kurve Nummer 11 und dann auf Start und Ziel einmal. Pedal to the metal, also den rechten Fuß ganz nach unten drücken, aufs Bodenblech durchtreten. 485 PS auf Start und Ziel, noch mal ein bisschen hin und her wackeln. Ein paar Grad noch in die Hinterreifen reinpressen. Und gleich kommt er über die Linie und dann zählt es, dann läuft die Zeit. Schauen wir auf die 7, zweitschnellster, momentan 1:35,5. Aber da geht noch einiges. Die Uhr läuft los für Max van Splunteren, für die Startnummer 24, der direkt hinter seinem Kollegen ist. Allerdings unterschiedliches Team. Einmal Baskhütten Racing bei Le Kartok und einmal Team GP Elite bei Max van Splunteren. Und das ist insofern interessant, weil das sind die beiden schnellsten Männer im Feld, die sich quasi nicht aus den Augen lassen. Le Kartok, der da ordentlich von Max van Splunteren verfolgt wird, der natürlich sich da auch einiges abschauen kann, was die Linienführung angeht und entsprechend vielleicht möglicherweise auf einer Geraden, na, obwohl er ist ein bisschen zu weit weg, aber sonst hätte man schon durchaus vom einen oder anderen kleineren Windschattenspielchen sprechen können. Aber da hat jetzt Hartog im Moment ein bisschen Vorsprung, von daher ist mit Windschatten das dann erst einmal Essig. Die beiden sind aber mittlerweile auch auf die 4 und die 5 zurückgefallen. Allerdings Bestzeit im ersten Sektor für Hartog, Nummer 2 ebenfalls rosa, pink, magenta, sucht sie sich eine Farbbezeichnung aus, untermalt. Also da wird es gleich die Bestzeit geben, wenn er es nicht im dritten Sektor komplett versemmelt, und danach sieht es überhaupt nicht aus. Ganz sauber, letzte Kurve und über den Strich für Le Kartok. Und dann haben wir eine 1:32,056. Ja, die ist sogar für Max van Splunteren. Und Hartog ist nur Vierter jetzt mittlerweile. Gerade noch kurz Zweiter, aber da kann man sehen, auch im Porsche Carrera Cup Benelux ist die Bestzeitenjagd ja eine mit relativ geringerer Halbwertszeit. Also das bleibt alles nicht so wahnsinnig lang bestehen. Ja, Jesse van Kuik hat kurz nachgelegt, 1:31,5, sogar eine halbe Sekunde schneller, aber ein Zehntel hat abgefeilt. Die Startnummer 8, das ist dann van Kuik, der Niederländer, verwandt mit Jesse, den wir eben genannt haben, aber der ist der neue Schnellste, 1:31,411, die neue Zeit. Aber Sektorbestzeiten von Max van Splunteren im ersten, zweiten Abschnitt, dann Jan van Kuik im dritten. Und ja, da wird noch einiges gehen. 7:15 jetzt noch auf der Uhr. Und hier haben wir den ersten Ausritt in Kurve Nummer 1. Das war die Startnummer 77, Tijn Jielsen, der Niederländer, der da kurz neben der Strecke unterwegs war. Heftiger Verbremser bei der 97, Nicolas Salens. Und hier schauen wir nochmal im Close auf die 77, wie er hier über die Curbs unten in der Schikane holpert. Allerdings ganz vorne Daan van Kuik, und das ist insofern ziemlich auffällig, weil der sich in den beiden freien Trainingssitzungen bisher ordentlich brav zurückgehalten hat, nur die Plätze 8 und 9 erzielt hat, beziehungsweise 8 und 10. Aber wenn es ans Qualifying geht, dann wird eben eine andere Sprache gesprochen. Und die spricht jetzt auch Le Kartok. Genau, der rückt das Ganze mal wieder gerade. 1:29,966 hat er angeschlagen, neue Bestzeit. Aber mit Max van Splunteren auf der 2 haben wir einen Zweiten, der die 1:30er-Marke hinter sich gelassen hat. 1:29,990, ganz im Zeichen, ganz in der Modellbezeichnung der Marke. Vor zwei Wochen der 99X Electric vorgestellt. Das ist das Auto mit dem Porsche in der Formel E in der sechsten Saison angreift. Ja. Und Max van Splunteren, ja, der knallt eine 990 hier hin, also 1:29 steht davor. Das ist natürlich wirklich schön. Ja, und das ist noch lange nicht zu Ende. Obwohl jetzt im ersten Sektor, zumindest bei Hartog, keine Verbesserung, aber bei Max van Splunteren dafür. Allerdings gleich gekontert von der Startnummer 12 in eben jenem ersten Zeitmessabschnitt, nämlich Kai van Berlo, der Niederländer. Also nun schickt sich da möglicherweise an, dem Kampfduo Hartog van Splunteren so ein bisschen die Suppe zu versalzen. Wir werden es gleich sehen in Sektor 2, wo wieder Max van Splunteren den Bestwert vorgibt. Da ist allerdings von Berlo nicht so wirklich auf der Höhe. Jetzt ist auch gelb im Moment. Das ist mitten in Sektor 1 oder am Ende von Sektor 1. Aber da sind die Jungs schon durch. Also von daher kann es weiter nach vorne gehen. Hartog
über den Strich. Erster, aber jetzt Max Franz Plunteren direkt noch einmal einen draufgesetzt. 1,29,780. Max Franz Plunteren auf Position Nummer 1 und Luc Hartog auf der 2. Und dann der eben schon tatsächlich erwähnte und sehr ansprechend uns mit Leistung verwöhnende Kai van Berlo. Ja, das die 3 unter 1,30. 1,29,786, 1,29,914 und 9,86. Die Zeit von Berto auf der 3. Position. Keine Meldungen auf dem Monitor der Rennleitung. Allerdings haben wir hier einen neben der Strecke. Ja, der meldet sich quasi selber bei der Rennleitung an. Könnte man vielleicht tatsächlich so formulieren. Das ist Daan van Kuik, der vorher auch mal kurz ganz von oben gegrüßt hat. Jetzt grüßt er eher seitlich aus Kurve 1. Und so langsam, aber sicher, der eine oder andere kommt zurück. Neuer Reifensatz, glaube ich nicht, dass das noch irgendwas retten könnte. Ich würde mal jetzt ganz lapidar sagen, die machen schon frühzeitig Schluss. Während Max van Splinteren noch immer versucht, da noch mehr rauszuholen. Im Mittelsektor hat er das auch geschafft. Mit absoluter Bestzeit jetzt der 3. und letzte Sektor. Noch einmal rechts rum, dann sauber mit viel Schwung die Gerade runter. Und dann bleibt die Uhr stehen bei einer 1,29. Ja, nicht verbessert. Das war auf jeden Fall klar. 29,8 in diesem Fall. 7,80 hätte er schlagen müssen. Aber trotzdem bleibt er unverändert auf der Provisional Pole. Sein schlechter Sektor ist der erste Abschnitt, da hat er so richtig was liegen lassen. Zwei Bestzeiten im zweiten und dritten, aber der längste Abschnitt, der ist nämlich länger als Abschnitt 2 und 3 zusammen. Da hat er noch so ein bisschen was liegen lassen. Da haben wir die 12 ganz vorne, das ist Kai van Berlo, der dort die Bestzeit inne hat. Dafür sieht man hier im Moment in Sektor 3 relativ gut, warum Max van Splunteren es dann doch noch reicht, auch wenn er den ersten Sektor so ein bisschen versenzt, weil der nun wirklich seinen Wagen über die Sausage Curbs drüber schleudert, aber dabei nicht die Linie verliert, auch nicht die Hinterachse nervös wird, sondern er den Wagen wirklich gerade in der Linie halten kann. Das macht er schon wirklich außergewöhnlich gut. Er ist ja auch im Supercup, Olli, wir beobachten das ja auch immer wieder, ist er ja durchaus auch einer mit der Schnelleren im gesamten internationalen Feld. Ja, da fehlt noch ein bisschen was, um aufs Podium zu kommen, weil dort ist natürlich die Messlatte gewaltig etwas hochgelegt. Höher, ja. Aber trotzdem ist es wie am Speerwerfen, im Übrigen bei den Porsche Markenpokalen. Alle Geräte sind gleich schwer, sind gleich lang, sind gleich irgendwas. Es gibt kaum was zu verstellen, bis auf den Luftdruck. Und das kann das Zünglein an der Waage sein, je nachdem, ob man es erwischt. Also geringerer Luftdruck. Das Ding ist schneller auf Temperatur im Rennen, wird aber auch schneller die optimale Performance verlieren. Da muss man sich einteilen in Richtung Rennende. Bei höherem Luftdruck verliert man am Anfang des Rennens ein bisschen im Vergleich zur Konkurrenz und kann am Ende nochmal richtig Boden gut machen. Das liegt natürlich daran, wegen der Aufstandsfläche des Gummis auf dem Asphalt. Je weniger Luftdruck, ist klar, nehmt euer eigenes Fahrrad zu Hause. Wenn ihr da keine Luft habt, dann ist mehr Gummi auf der Straße. Wenn ihr das Ding vollgepumpt habt mit Luft, dann entsprechend gibt es weniger Gummi auf die Straße, aber dafür fährt sich's auch angenehmer. Ja, dazu die Luftmenge im Reifen. Weniger Luft drin, heizt sich schneller auf. Mehr Luft drin, größere Menge, das dauert ein bisschen länger. So, das war unsere kleine Technik-Exkursion. Stichwort Reifentemperatur und Reifenluftdruck. Können das auch im Moment ganz entspannt daher schwadronieren, weil sich vorne nichts mehr getan hat oder nichts mehr tut. Vielleicht ändert sich das jetzt mit Xavier Maaßen, der allerdings auf Position 5 verbleibt. Der Mann mit der Startnummer 28. Nach wie vor van Splunteren, Hartog, van Berlo und dann Jesse van Kuik auf Position 4 und Maaßen eben die Startnummer, die Platzierung Nummer 5 jetzt inne hat oder inne behalten hat. Seine eigene Zeit zwar leicht verbessert, aber es für eine Positionsverschiebung hat es nicht gereicht. Um ganze 8.000stel übrigens zwischen Jesse van Kuik und ihm. Also richtig knapp und eng geht's dazu. Make a Wish steht bei ihm auf der Haube. Wenn er sich was wünschen könnte, dann weiter vorne zu stehen als auf der 5.
Position. Gestern war er Fünfter im zweiten freien Training. Also er schließt an die Leistungen an, die er gestern schon gezeigt hat. Im Vergleich zum ersten Training hat er sich um 3 Positionen verbessert. Aber wünschen ist natürlich gut. Wie heißt es im Englischen so schön? Life ain't no Ponyhof. Von daher, jetzt wo das schwarz-weiß karierte Tuch geschwenkt wird, können wir mal sagen, also wünschen kannst du dir viel, aber du musst es natürlich dann auch entsprechend auf die Straße bringen. Hat er gebracht, Max von Splinteren, die Startnummer 24, holt sich also die Pole. Und das in einer Zeit von 1,29,786, damit 1,5 Zehntel fast schneller als der ihn lange bedrängende und letzten Endes dann auch wirklich heißeste Gegenkandidat, nämlich Luc Hartog. Die beiden also werden nachher aus Startreihe 1 das Porsche Carrera Cup Benelux-Rennen des heutigen Samstags bestreiten, das um 16.45 Uhr dann gestartet wird, beziehungsweise da geht es in die Einführungsrunde und wenig später gehen dann die Ampeln aus. Und es darf eine halbe Stunde beherzt in den 991 GT3 Cup Porsche, darf dann beherzt aufgespielt werden. Der Belgier Dylan der Dahle, den wir gerade über die Linie haben fahren sehen, die Startnummer 99, den finden wir auf der 6. Position. Im Vergleich zum Training eine Position weiter vorn. Die 97, mit der sind wir gerade unterwegs, das ist Nicolas Salens, der Belgier. Gestern auf 10 im Training unterwegs gewesen. Heute, ja, bisschen weiter hinter, nur Platz 12. Für den Belgier bei insgesamt 13 Autos wird das sowas wie die vorletzte Reihe werden. Die 888, das ist das Auto des 11. Platzierten. Das ist Roger Grovels, der Niederländer. Gestern 12., heute 11. Aber ja, die Runde fährt er nicht zu Ende. Keine Verbesserung in Sicht. Insofern kann er auch gleich in die Boxengasse abbiegen. Das tut er. Und damit haben wir bis auf 2 alle 911 GT3 Cup in der Box. Hier sehen wir jetzt und das Überfahren der Linie und somit ein Endergebnis. Und die beiden werden auch noch folgen, genau. Und dann gehen wir auf die Totale und zeigen die Grafik. Van Splinteren, Hartog, Van Berlo, Van Koik, Jesse, dann Maaßen, der Dahle, Kronefeld, Didier van Dalen, Daan van Koik und Tijn Jilsen. Das sind also die ersten 10. Und 3 hätten wir noch. Insgesamt haben wir 3 Belgier, 10 Niederländer am Start. Grovels, Salens und Barenbroek, das sind also die Bottom 3, wenn du so willst. 13 Autos an der Zahl, sie werden nachher, wie gesagt, um 16.45 Uhr noch ein halbstündiges Rennstell dich ein, uns bieten und uns genießen bescheren. Lassen, bescheren, könnte man auch sagen, Olli. Und jetzt würde ich mal sagen, nächster Programmpunkt wäre dann ein DTM-Rennen, habe ich so gehört. Würde ich mal sagen. Ich mache mich gleich mal auf den Weg runter und wir sehen noch ein zweites Qualifying, das Porsche Carrera Cup Benelux. Aha. Nämlich morgen. Ja. Nein. Er hat schon recht. Also, er hat schon recht. Jetzt 35 aber Minuten. Das Qualifying für das Rennen Nummer 2. Siehst du mal, mein Freund. Denn morgen macht der Porsche Carrera Cup ja auch noch ein zweites Rennen. Und das ist um 9.35 Uhr. Also wer das Programm lesen kann, wäre klar ein Vorteil gewesen. Ja, wenn man drauf guckt. Wenn man drauf guckt, das haben wir jetzt mal gemacht. Und wir haben Gott sei Dank einen überaus wachsamen Regisseur, der uns darauf hingewiesen hat. Gut, bleiben wir noch ein bisschen sitzen. Ist ja überhaupt kein Problem. Wir sitzen durchaus bequem. Und sind dann sehr gespannt, was dann jetzt gleich in eben jenem zweiten Teil noch passiert. 15 Minuten sind auch hier veranschlagt. 15 Minuten, 5 Minuten Pause dazwischen und dann nochmal 15 Minuten. Das macht dann insgesamt eine Qualifying-Verweildauer von 35 Minuten. Also für Rennen 1 ist es klar, Van Splinteren, Hartog in Reihe 1. Frage, wird es für Rennen 2 genauso sein? Jetzt, wo die Temperaturen langsam steigen, die Reifen auch ein bisschen mehr leiden. Und aber auf der anderen Seite entsprechend mehr Grip auf der Strecke vorzufinden ist. Aus luftigen Höhen betrachtet oder auch von ganz unten wird das noch einmal eine ganz, ganz spannende und nervenkitzelige Angelegenheit im Porsche Carrera Cup Benelux. Zweiter Teil, meine Herren, bitte eröffnen. Wir sind sehr, sehr
und nochmal sehr gespannt. Ja, und die Ampel geht auf grün in genau 10 Sekunden. Pit Exit Closed for 5 Minutes war die Meldung um 12.15 Uhr und genau 12.20 Uhr. Das haben wir ungefähr genau jetzt. Und damit springt die Ampel auf grün und alle 13 Autos gehen erneut. Das haben wir ungefähr genau jetzt auf die Strecke raus. Sehr schön. Und jetzt haben sie erstmal so ein bisschen, naja, die vorne gerade waren, die werden uns jetzt ein bisschen langsamer angehen. 15 Minuten. Ich meine, wir haben es gerade gesehen und die Theorie, die wir da auch in die Motorsportwelt hinaus posaunt haben, dass es da insgesamt nur einen Schuss gibt, keinen wirklichen Reifenwechsel, den gibt es natürlich jetzt. Frische Walzen noch einmal für eben jenen zweiten Qualifying Run. Wie gesagt, das Ermitteln der Startaufstellung für das Rennen morgen früh, das für heute Nachmittag, haben wir ja bereits hinter uns. Und das war der schnellste Mann, Max van Splunteren, die 24. Und ergo ist es nicht weiter verwunderlich, dass der nun auch durchaus ganz oben hinaufgehoben werden muss aufs Favoritenschild, was das zweite Qualifying anbelangt, Olli. Tolle Bilder, die wir hier aus der Boxengasse zugespielt bekommen. Grüne Ampel, Hintergrund die Tribüne. Im Übrigen das Fahrerlager, das Porsche Carrera Cup Benelux, komplett offen. Ihr könnt euch da frei bewegen. Die Fahrer sind da, die Autos sind da. Fragt einfach, stellt euch hin. Es gibt Selfies, es gibt natürlich Autogramme, auch bei den Fahrern der 911 GT3 Cup-Fahrzeuge. Außer jetzt in den nächsten 13,5 Minuten, da sind sie nicht da. Tja. Da sind sie nämlich hier auf der Strecke. Und sitzen im Büro, wenn man so will. Sitzen im Office, genau. A hard day in the office, wie Lewis Hamilton immer ganz gerne sagt. Nun, und der eine oder andere, der bewegt sich auch tatsächlich jetzt schon Richtung Boxenausgang. Das ist sehr, sehr löblich, denn dann hat es ein Ende mit der Stille. Unter anderem Luke Hartog ist schon raus. Max van Splunteren wird auch gleich kommen. Bas Barenbroek haben wir ganz als Ersten rausfahren sehen. Richtig. Die 81, der langsamste im Training gestern. Jetzt die 992 durchs Bild gefallen. Didier van Dalen, der Belgier, einer der drei Belgier im Feld. Um den Satz zu vervollständigen. Richtig, ich habe dann aufs Bild geschaut, wollte sagen, bei anderen gibt man sich nicht den Stress. Da stehen die Autos noch in aller Seelenruhe in der Gasse. Man wartet erstmal, was die jetzt schon draußen sind, vorzulegen haben und schießt am Ende nochmal nach. Aber Max van Splunteren, unser gerade eben Pole-Setter, geht mit gutem Beispiel voran, wartet da gar nicht lange. Sondern weiß natürlich auch, dass, wie gesagt, diese 15 Minuten kostbar wenig Zeitgut sind und man eben entsprechend das zu nutzen verstehen muss. Deswegen relativ früh. Um dann vielleicht am Ende, Olli, den Vorteil zu haben, kurz vor dem Fallen der Nullzeit nochmal über den Strich zu kriechen und dann eben die Strecke mit ihrer ganzen dann aufgebauten Haftung für sich zu haben. Ja, im besten Falle ist das genau so. 12 Minuten jetzt noch zu gehen. Das heißt, im nächsten Umlauf werden dann die ersten gezeiteten Runden gefahren werden. Genau, also die Jungs nehmen gerade mal erst so etwas wie Schwung auf. Und jetzt um die letzte Kehre. Und dann läuft die Uhr. Dann beginnt der Ernst des Racerlebens in diesem zweiten Teil des Qualifyings. Wer wird am Sonntagmorgen als Erster seine Fahrzeugnase in den Wind strecken können? Das ermitteln wir jetzt. Allerdings ermitteln wir das langsam, zwar sicher, aber langsam, sieht man sehr gut an den Zickzack-Bewegungen der Autos. Wie gesagt, Fishtailing, Olli, der Begriff, der dir so gut gefällt. Ja, vier Autos von GP Elite im Feld, erkennbar am Design in Orange und Weiß. Max van Splunteren, Jesse van Kuijk, Lukas Grünewald und Daan van Kuijk, alle im gleichen Team unterwegs. Schön an den Farben zu erkennen. Der Kollege fährt für Didier van Dalen sein eigenes Team, beziehungsweise für das Kronos Porsche Center. Das im Übrigen nur mit einem Auto am Start ist, also das Team GP Elite durchaus auch zahlenmäßig überlegen. Den anderen vier Autos hat sonst keiner im Feld. Und entsprechend haben sie natürlich den quantitativen Vorteil, aber im Persona von Max van Splunteren auch, wie wir gerade gesehen haben, einen qualitativen Vorteil auf ihrer Seite.
Erste Zeit allerdings schon mal eine 1,38. Naja, das ist noch nichts zum Heulen, Schlottern und Zähneklappern, sondern das ist gerade mal sachtes Antasten. Da wird sich gleich ein bisschen mehr tun. Zum Beispiel mit Hartog. 1,34,408 wäre jetzt einmal der erste Richtwert. Wird allerdings Olli nicht lange halten. Definitiv. Übrigens zum vierten Mal, dass ein Porsche Markenpokal in dieser Saison bei der DTM dabei ist. Also 4 von 9 Wochenenden mit Porsche Unterstützung im Rahmenprogramm. Freut uns sehr. Der Deutsche Cup zweimal dabei gewesen. Und auch in Misano hatten wir Porsche, genauso wie in Solda. Und jetzt wieder hier am Nürburgring. Schauen auf die 24, auf Max Franz Plunteren und sind gespannt, ob es für ihn auch in der zweiten Qualifying Session ähnlich gut klappt wie in Ablauf Nummer 1. Also mein persönlicher Favorit, will ich ganz ehrlich sein, ist er tatsächlich. Max Franz Plunteren, die Startnummer 24. Du hast da sicher eine Begründung dafür. Ja, weil er im ersten Qualifying erst war. Ja, 9 Minuten hat er dafür noch Zeit, sein Auto ganz vorne zu platzieren. Aber dafür muss alles gut laufen für ihn, beziehungsweise besser als bei den anderen 12 im Feld. Ja, und natürlich, Entschuldigung, Olli. Entschuldigung, Richie, Bestzeit für Lokatok. Und zwar in Abschnitt Nummer 1 und 2, 46,8 und 22,8. Hier schauen wir auf die 7, wie er drauf fährt. Auf Start und Ziel durch die letzte Kurve hindurch. Und dann wird er sich erstmal an die Spitze schieben, seine 1,34,5 verbessern. Tut er, 1,32,0. Aber damit ist er noch gut 2 Sekunden langsamer als die Bestzeit der 24 von Max Franz Plunteren im ersten Qualifying. Und was wir noch gar nicht erwähnt haben, Olli, es geht natürlich auch hier um eine Meisterschaft im Porsche Carrera Cup Benelux. Und da dürfte das, was Max Franz Plunteren, da sehen wir ihn wieder mal relativ großflächig im Bild, bisher geleistet hat, hier am Nürburgring durchaus seine Ambitionen untermauern. Denn er liegt in der Meisterschaftswertung tatsächlich relativ deutlich vorne mit 342 Punkten, 362 Punkten, verglichen mit Dylan Derdale, der auf Position der Belgier 2 liegt. Das ist der Porsche 991 GT3 Cup mit der Startnummer 99. Sie haben insgesamt in diesem Jahr schon 4 Rennwochenenden hinter sich gebracht. Das ist hier das 5. Finale wird dann sein in 2 Wochen im Rahmen der Blancpain GT Series, dann in Barcelona. Also durchaus guter Grund und Boden, mal dann das eine oder andere Fläschchen Sieger-Rioja sich zu Gemüte zu führen. Max Franz Plunteren auf 10 mittlerweile zurückgereicht, aber der wird jetzt nochmal richtig zum Rundumschlag ausholen. Van Berlos Zeit bzw. Zwischenzeit eingeblendet. Die Nummer 12 momentan der schnellste im Feld. 1,30,388 ist auch durchaus schon sehr, sehr ansehnlich. Die Zeit Max Franz Plunteren immerhin jetzt mit 2 persönlichen Bestzeiten in Sektor 1 und 2 kommt ein weiteres Mal über Start und Ziel, vielleicht ein bisschen weit raus, aber er kann es natürlich noch ein bisschen korrigieren im nächsten Umlauf, wenn es überhaupt muss, denn er ist neuer Spitzenreiter, Max Franz Plunteren, der zweite Teil des Qualifyings, also sieht wieder ihn ganz vorne dem Feld voraneilend, 1,30,212 jetzt der neue Bestwert. Und irgendwie mit der Vidol-Schikane hat das, ne? Die definitiv macht er wirklich toll. Da fährt er gerade. Und was soll das mit diesem Sausage-Körb? Ist mir doch wurscht. Ja, die Zeiten, die wir vorhin gesehen haben im ersten Abschnitt, die sehen wir momentan nicht mehr. Wir haben zwar noch 6 Minuten 12, aber kurz zur Erklärung. Wenn so ein Elfer mal heiß geworden ist, heißt die ganzen Gelenke, Achsgelenke, da sind Gummis drin. Und je wärmer diese Gummis sind, umso wabbeliger wird das Auto, wenn man überhaupt von wabbelig sprechen kann bei einem 911 GT3 Cup. Ja, so ein bisschen porös auf jeden Fall. Und das merkst du dann, weil das Auto sich weicher anfühlt insgesamt oder unberechenbarer dann auch. Und da ist der nächste draußen. Die 888 ist das gewesen. Und zwar wieder Kurve Nummer 1. Ja, willkommen Déjà-vu. Das war Roger Grovels, der Belgier, der da kurzzeitig
die Orientierung verloren hat. Max von Splünteren allerdings, das ist genau das Gegenteil der Fall. Zweimal rosa untermalt in den ersten beiden Zeitmessabschnitten. Das sollte doch mit dem Teufel zugehen, wenn er da quasi nicht den letzten Nagel einschlägt. Das tut er in diesem Fall. 1,29,408, Olli. Schneller als vorher. Ich sag nichts mehr über Gummis an Achsschenkeln. Aber ja, die Zeit auf jeden Fall ganz klar pulverisiert. Van Splunteren vor Hartog, also die 24 vor der 7, 2 unter 1,30 und zwar gewaltig unter der drittschnellsten Zeit der Nummer 12 von Kai van Berlo. Also da ist man doch 8 Zehntel sogar schneller als der Drittplatzierte. Gelb im Moment sehen wir eingeblendet, allerdings schon wieder weg. Zum Glück also Strecke frei und jetzt Luke Hartog. Da fährt natürlich auch eine Menge Groll im Bauch mit, weil dieser Max von Splünteren ihm immer so ein bisschen voraus ist, aber vielleicht nur noch bis jetzt gerade. Erster Sektor, Hartog, absolut schnellster. Jetzt aber im zweiten Sektor nur noch persönlich schnellster. Und wir schauen uns mal den Abstand an. Das sind gerade mal 90.000stel zwischen den beiden. Ob er das hinbekommt, glaube ich jetzt eigentlich eher nicht, weil er da ist ein bisschen sehr weit draußen gewesen. Aber man soll den Tag ja nicht vor dem Abend loben oder die Runde nicht vor dem Zielstrich. Hartog drüber und Platz 1, 1,29,305. Da hat er tatsächlich nochmal 13.000stel im letzten Sektor rausgeholt. Und jetzt also liegt der Federhandschuh wieder bei Max van Splunteren. Ja, der jetzt über die Linie kommt, aber sich nicht verbessern kann. 37.000stel sogar noch hinter der Zeit von Hartog geblieben ist. Also neue Reihenfolge an der Spitze. Die 7 vor der 24, dann dauert es eine Weile. Die 31, Jesse van Kuijk, hat sich zwar verbessern können, aber da fehlen trotzdem noch 0,7 Sekunden. Also die Latte, die beiden, vor allem die Luke Hartog da hochgelegt hat, die liegt gewaltig hoch. Die 77 mit Dreher Tein Jielesen, der sich hier vor der letzten Kurve ins Gras dreht. Na, in der Bidon-Schikane ist das gewesen. Ja, und es wird auch Zeit für Luke Hartog, der in der Meisterschaft auf Position 3 liegt, aber nicht so weit weg, als dass man dann nicht noch hätte etwas holen können. Wir haben es ja gerade gesagt, 142 Punkte von Splunteren, 129 der Dahle und Hartog auf der 3 mit 126. Also 16 Punkte bis ganz vorne. Das ist jetzt nicht so wahnsinnig viel. Da sehen wir den Dreher nochmal von der Startnummer 97. Das war Nicolas Salens, einer von drei aus unserem Nachbarland Belgien. Bas Barnbroek gerade schön Platz gemacht, die Startnummer 81 für Max van Splunteren, weil Barnbroek weiß genau, mit der Spitze habe ich hier nichts zu tun. Seine Zeit momentan 1,33,4, damit liegt er rund 4 Sekunden hinter der Bestzeit, die Spitze geht, die Spitze von Hartog und Splunteren, den wir hier jetzt im Bild haben, momentan auf der 2 geführt. Und die beiden haben, sofern sie nicht dann unter massivem Abbau ihrer Reifen klagen, noch 2 Runden, die sie voll gehen können. Also eine Verschiebung da vorne, was die Startreihenfolge angeht, ist da durchaus noch im Bereich des Möglichen. Van Splunteren sehen wir hier, kurz vor ihm fährt Hartog. Wir werden jetzt am Ende von Sektor 2 mal schauen, wo die Uhren denn stehen bleiben. Bei Max van Splunteren bleibt die Uhr stehen bei einer 45, 46. Nee, das wird in dem Umlauf ganz bestimmt nichts. Und vielleicht ist es so ein Polchenwechsel, das die beiden machen. Fürs erste Rennen darf Max van Splunteren von der Startplatz 1 ins Rennen gehen. Und morgen früh, dann am Sonntag, darf Luke Hartog das Feld in jenes Rennen hineinführen, in jenes 10. dann. Heute hätten wir das 9. in dieser Saison beim Porsche Carrera Cup Benelux. Didé van Dalen, Tein Jielesen, 2 von 3, die den Kampf schon aufgegeben haben. Auch die 97, Nicolas Salens in der Box mittlerweile. Und die lassen dem Rest des Feldes jetzt die restlichen 45 Sekunden übrig, die noch zu gehen sind in diesem zweiten Qualifying. Max van Splunteren, eine relativ glanzlose Runde mit 1,32,5, die er da gerade
auf den Asphalt gezaubert hat. Einen Umlauf gibt's noch. 30 Sekunden jetzt noch auf der Uhr, während wir die 28 hier beobachten, dass das Auto von Xavier Maaßen. Auch der wird es vielleicht noch rechtzeitig über den Strich schaffen. Ja, wohl ne. Da glaube ich jetzt eher schon nicht mehr dran. Aber die beiden Ersten, Hartog und Van Splunteren, die sind auf jeden Fall noch im Code Green. 5, 4, 3, 2, 1. Das ist das, was uns die Uhrzeit sagt, respektive die Stoppuhr. Und wir sehen jetzt das Schwarz-Weiß-Karierte-Tuch hier auf Start und Ziel. Heißt, das zweite Qualifying zum Porsche Carrera Cup Benelux ist hiermit auch beendet. Schaut nicht großartig nach Verbesserungen aus. Nee, absolut und nicht, leider nicht. Damit haben wir auch jetzt. Und hier ein Endergebnis. Und das ist quasi genau das Umgedrehte der ersten 15 Minuten. Also nämlich diesmal nicht Van Splunteren vor Hartog, sondern Hartog vor Van Splunteren auf Position 2. Auf der 3 Maaßen, der eben erwähnte, mit der 28, auch deutlich besser als vorher. Und dann Kai van Berlo auf Position 4. Der andere, der noch in der Meisterschaft eine Chance hätte, Didier Derdale, Dylan Derdale auf der 7, nur mit der 99. Das also im Moment so das Ergebnis, während die fahrende Meute das Heim sucht, beziehungsweise ihre Boxenmannschaft aufsucht. Dieses Qualifying ist jetzt, und unser Regisseur möge mich korrigieren, wenn es nicht so ist, jetzt ist es aber zu Ende, oder, Stefan? Richtig, na also, siehste, haben wir zwei Startaufstellungen für heute Nachmittag, 16:45 und für morgen früh, dann der sonntägliche Frühsport in 991 GT3 Cup. Das Ergebnis jetzt von diesem zweiten Qualifying-Abschnitt eingeblendet mit Loke Hartog auf Position 1, Max van Splunteren die 2, dann Maaßen, van Berlo, Grönefeld, van Kuik, Jesse, Derdale, dann Van Dalen, Jillessen und Nicolas Salens auf Position 10. Dann lassen wir es hiermit bewenden. Nächster Programmpunkt, und da ist Olli jetzt schon mitten in der Vorbereitung, ist dann die DTM, unsere große Show vor dem Rennen und natürlich dann das Rennen selbst. Auch Startzeit 13.30 Uhr, da geht es dann los in die Einführungsrunde. Und dann stehen uns 55 Minuten plus eine Runde Rennaction der drei magischen Buchstaben ins Haus. Und die Frage, wie wird es sich entwickeln, dieses Duell zwischen René Rast und Nico Müller, die von 1 und 3 ins Rennen gehen. Alles noch offen, aber trotz alledem dürfen wir schon einmal anfangen, an unseren Fingernägeln zu kauen. Das soll es von mir und von Oliver Sittler gewesen sein. Erst einmal kurze Mittagspause für uns alle und dann gibt es kein Halten mehr mit der DTM. Also, bis später.